ganz schön eng geht's zu im Tabellenkeller der Regionalliga West. Noch keine Mannschaft, komplett abgeschlagen und deswegen die Chance für den derzeit auf Platz 18 notierten SV Bergisch Gladbach beim Heimspiel gegen den Tabellenzehnten Rot-Weiß Oberhausen einen Schritt aus der gefährdeten Zone zu machen. Bergisch Gladbach, die Mannschaft in den roten Trikots von links nach rechts in Halbzeit 1, zuletzt mit 4 Niederlagen in Folge. Helge Hohl und sein Team im neuen Jahr erst mit einem einzigen Treffer, aber immerhin mit der ersten Gelegenheit. Ngiombo mit dem Knie. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet kamen recht gemächlich in die Partie, halbe Stunde schon gespielt, aber dann geht's einmal schnell und vertikal und schon ist Uwe Japfa da 1:0. Bergisch Gladbach besser im Spiel, Oberhausen mit der Führung sehr effizient, was das Team von Mike Terranova hier anbietet. Uwe Japfa schießt sein 6. Saisontor, weil er stark einläuft, weil er dann das Tempo hat und weil er einen richtig, richtig schicken Abschluss auspackt. Bittere Kiste also für die Bergisch Gladbacher, keine schlechte Partie bislang und das Team auch nach dem Gegentor weiterhin aktiv, suchte den Weg nach vorne. Aber Torgefahr ist so eine Sache bei den Hausherren. Serhat Koruk spielt eine super Saison, hat schon 12-mal getroffen. Danach kommt aber einfach zu wenig. Das gesamte restliche Team hat nur 8 weitere Treffer erzielt. Zur Halbzeit also die Gäste vorne nach dem Seitenwechsel mit der ersten Gelegenheit. Tanju Öztürk behauptet sich gegen 3-4. Dann mit der Ablage und drin ist das Ding. Jeffrey Obst erhöht für RWO und lässt sich ausgiebig feiern, aber mindestens die Hälfte des Tores geht auf die Kappe von Tanju Öztürk, der den Ball gegen die komplette Hintermannschaft erst super abschirmt und dann noch die Übersicht für Obst hat. Ein Tor, was aus Bergisch Gladbacher Sicht natürlich niemals so fallen darf. Oberhausen vor dem Tor also gnadenlos, taten offensiv nicht allzu viel, aber ja, wenn, dann ist der Ball halt drin. Kurz nach dem 2:0 ein seltener Anblick, Kreier vergibt die Chance, hier schon früh den Deckel drauf zu machen. Immerhin, die Gastgeber kämpften weiter, versuchten nochmal alles, Patrick Friesdorf mit der Flanke und am zweiten Pfosten der eingewechselte Lunga mit dem Anschluss, aber dann der Pfiff abseits. Torschütze Lunga, vermutlich nichts in der verbotenen Zone, aber Koruk eben schon, der Versuch an den Ball zu kommen, sehr deutlich, somit aktiv im Abseits, Entscheidung deshalb korrekt. In der Folge Bergisch Gladbach weiterhin bemüht, aber das meiste von RWO relativ souverän verteidigt. Kreier verschafft mit diesem schicken Freistoß Dennis Lohmann nochmal ein bisschen Arbeit. 81. Minute, Freistoß auf der anderen Seite, Patrick Friesdorf mit dem Versuch, aber auch Robin Benz aufmerksam und so lief die Zeit in der Belkaf Arena unerbittlich gegen Bergisch Gladbach. Letzter Versuch von Koruk, weit, weit vorbei und dann war Schluss. Nicht spektakulär, aber höchst effizient erledigt Oberhausen seine Aufgabe in Bergisch Gladbach. Einen Vorwurf möchte Helge Hohl seinem Team aber dennoch nicht machen. Ja, ich denke, wir haben heute eine sehr gute Leistung gezeigt, waren mit Oberhausen über 90 Minuten auf Augenhöhe. Aus meiner Sicht hatten viele gute Aktionen auch nach vorne, die wir leider heute nicht zu Ende gebracht haben. Oberhausen macht mehr oder weniger 2 Tore, sehr effektiv, sehr eiskalt in der ersten Halbzeit aus einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Zweite Halbzeit, wo wir uns viel vorgenommen haben, kurz nach der Pause aus einer Standardsituation und dann hat die Mannschaft alles versucht, ist weiter dran geblieben. Vom Engagement war das wirklich top und auch spielerisch, finde ich, haben wir eine gute Leistung gezeigt. Schade, dass wir uns heute ja, trotz der guten Leistung nicht mit Punkten belohnen können, aber wir machen weiter und geben auch bis zum Ende nicht auf. Während auf RWO aller Voraussicht nach eine entspannte Restsaison im Niemandsland wartet, macht Bergisch Gladbach kein schlechtes Spiel, verliert aber trotzdem zum 5. Mal in Folge und braucht dringend mal wieder ein Erfolgserlebnis.